In diesem Video erkläre ich euch, wie ich ein Gedicht analysiere und worauf ich dabei achte. Die Grundlage dazu habe ich euch in diesem Video eingeblendet. Als Beispielgedicht habe ich das Gedicht genommen, das ich in meiner ersten Klausur in der Literaturwissenschaft äh, analysieren musste. Das ist von Georg Heim, der Gott der Stadt. Das hat er 1910 geschrieben. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit, die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Bal, die großen Städte knien um ihn her. Der Kirchenglocken ungeheure Zahl wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer. Wie tanzt dröhnt die Musik der Millionen durch die Straßen laut. Der Schloterauch, Rauch die Wolken der Fabrik. Ziehen auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut. Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen, Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. Die Stürme flattern, die wie Geier schauen, Von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust, Er schüttelt sie, ein Meer von Feuer jagt, Durch eine Straße, und der Glutqualm braust, Und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt. Jetzt sitzt man erstmal da und überlegt sich, Wie gehe ich an eine Gedichtsanalyse ran? Schritt 1. Wenn das noch nicht gegeben ist, fangen wir erstmal an mit Verszahlen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Wichtig ist, dass wir die einzelnen Worte verstehen. Wörter, bei denen ich Probleme hatte, war zum Beispiel das Wort Baal. Baal, das ist er hier, in Vers 5. Ist der oberste Gott einer Region. Zum anderen war das der Korribandentanz, mit dem ich nichts anfangen konnte. Das heißt, ein wilder und rituell ekstatischer Tanz eines Priesters. Wenn wir jetzt nicht unbedingt eine Arbeit schreiben, kann man es immer noch in einem Wörterbuch rausschauen. Da gibt es entweder den Duden oder wenn es alte Gedichte sind, die Jahrhunderte schon alt sind, da gibt es auch von den Brüdern Grimm, die die äh, Märchensammlung rausgegeben haben. Ein Wörterbuch. Jetzt können wir anfangen uns Strophe für Strophe durchzuhangeln, was denn inhaltlich gesagt wird. In Strophe 1 haben wir nichts anderes als ein Gott, der abends auf der Stadt sitzt und reinschaut. In Strophe 2 wird die Stadt näher beschrieben. In Strophe 3 wird die Stadt am Abend beschrieben. In Strophe 4 bricht dann die Nacht herein. Und in Strophe 5 ist der Gott dann zornig bis zum Morgen. Da wird dann die Stadt zerstört. Nachdem wir jetzt Strophe für Strophe uns den Inhalt angeschaut haben, können wir uns ähm, aus den einzelnen Strophen den Inhalt des ganzen Gedichts zusammenreimen. Das ist bei diesem Gedicht hier das Stadtleben. Aber das Stadtleben ist negativ beschrieben und am Ende wird die Stadt sogar zerstört. Das gibt Hinweise auf eine bestimmte Epoche schon mal. Nachdem wir das Thema für dieses Gedicht gefunden haben, geht es darum, das Thema auch anhand verschiedener Wörter im Text zu belegen. Wichtig dabei ist, dass man sich pro Strophe nur ein oder maximal zwei Wörter raussucht, weil wenn man mehr hat, wird es zu unübersichtlich. Wichtig ist aber, dass es eben eine Sache ist, die nicht, ähm, gegen die nicht argumentiert werden kann im Laufe des Gedichts. Das heißt, ähm, es muss eine belastbare Sache sein. Das heißt, wir suchen uns jetzt Belege im Text, die uns sagen, dass es um das Stadtleben geht, und zwar um das negative Stadtleben. Da fangen wir dann mal an. In Strophe 1 könnte das der Häuserblock sein. Und zwar, weil der Häuserblock nicht nur ein einzelnes Haus ist, sondern eine komplette Ansammlung von Häusern. Das heißt, es sind sehr viele. Strophe 2 ist ganz klar die großen Städte. Das heißt, es ist nicht nur eine Stadt, sondern mehrere Städte. Strophe 3, die Musik der Millionen. Bei Strophe 4 ist es der Zorn. Und bei Strophe 5 ist es dann das Feuer. Nachdem wir nun den Inhalt fertig haben, geht es um den Aufbau des Gedichts. Da können wir uns einfach die Reihenfolge merken, in der wir daran gehen. Wir fangen erstmal an mit dem Metrum. Wenn wir uns das Gedicht nochmal durchlesen, um das Metrum rauszufinden, dann muss man das immer so ein bisschen komisch lesen. Das heißt, auf einem Häuserblock sitzt er breit. Das heißt, wir haben eine unbetonte Silbe und dann kommt eine betonte. Dann haben wir eine unbetonte und dann kommt wieder eine betonte unbetont und dann betont, das heißt Senkung und dann Hebung, ist der Jambus. Wenn ihr Hilfe braucht bei den Metren, dann könnt ihr in dieses Video mal schauen. <laughs> Punkt 2 sind dann die Kadenzen. Die Kadenzen sind die Enden der einzelnen Verse. Es gibt männliche und weibliche Kadenzen. <laughs> Beim Reimschema achten wir jetzt mal darauf, welche Verse sich reimen. Das heißt, wir fangen am besten einfach an Buchstaben zu verteilen für die einzelnen Verse. Wir haben Vers 1. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Das ist das A. Dann Vers 2. Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Breit und Stirn reimt sich nicht. Deswegen bekommt Vers 2 einen anderen Buchstaben. Er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit. Einsamkeit reimt sich auf breit. Also A. Die letzten Häuser in das Land verirren. Stirren reimt sich auf Verirren, also selber Buchstabe. Wenn wir uns das jetzt anschauen, geht das ganze Gedicht so. Der eine Vers reimt sich immer auf den übernächsten Vers. Das heißt, dass das ein Kreuzreim ist, durchgängig. Und jetzt schauen wir uns noch die Strophenform an. Wir sehen, es sind fünf Strophen. Unter den Strophen selber gibt es jetzt keine großen keine großen Reime selbst nochmal, das heißt, es ist keine spezielle Strophenform wie jetzt beispielsweise ein Sonett wäre. Das ist einfach nur fünf Strophen, die jeweils im Kreuzreim aufgebaut sind. Und jetzt geht es noch um die Stilmittel, die wir im Text finden. Wir haben hier vor allem Enjambements. Das sind Zeilensprünge. Das heißt, dass ein Vers nicht zu Ende ist inhaltlich, wenn der Vers zu Ende ist. Das heißt, der Text geht im Prinzip weiter. Zum Beispiel haben wir das in Vers 3 und 4. Da haben wir, er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Oder in Vers 7 und 8, der Kirchenglocken ungeheurer Zahl wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer. Wir haben das durchgängig in allen fünf Strophen, Vers 3 und Vers 4. Plus nochmal, er schüttelt sie, ein Meer von Feuer jagt durch eine Straße und der Glutqualm braust und frisst sie auf bis spät der Morgen tagt. Das heißt, dass hier in Strophe 5 zwei Engagements drin sind. Was finden wir jetzt noch an verschiedenen Stilmitteln? Wir haben eine Personifikation in Vers 6. Und zwar die großen Städte knien. Eine Stadt kann nicht knien. Man sagt also, dass dieses Objekt ähm, etwas tut, was eigentlich nur Menschen oder vielleicht noch Tiere tun können. Und in Vers 12 haben wir wie Duft von Weihrauch. Das ist ein Vergleich. Und so kann man das gesamte Gedicht durchmachen. Das könnte jetzt ewig so weitergehen. Man muss dann immer für sich selber entscheiden, wo ziehe ich die Grenze, welche Stilmittel sind eigentlich nicht mehr bedeutsam für das, was ich möchte. Und dann am Ende muss man das zusammenführen, was man gerade gefunden hat. Das heißt, wir haben zum einen den Inhalt, wir haben zum anderen den Aufbau. Wie passen Inhalt und Aufbau miteinander zusammen? Bei diesem Gedicht hier... Haben wir inhaltlich einen Gott, der eine Stadt zerstört. Und zwar nicht nur eine Stadt, sondern eine sehr große Stadt. Ja, eine Stadt von Millionen Menschen. Da müssen wir dann wieder Belege finden im Text und diese angeben. Zum Beispiel ist das ähm, in Vers 3 und Vers 4: Fern in Einsamkeit verlieren sich die letzten Häuser ins Land. Das heißt, es ist eine sehr große Stadt. Wir haben weiter große Städte in Vers 5. Außerdem ist es eine sehr volle Stadt. Da haben wir dann die Kirchenglocken ungeheure Zahl. Das heißt, es sind viele Kirchenglocken. Wenn es viele Kirchen gibt, gibt es auch viele Menschen. Oder die Musik der Millionen. Das heißt, das sind auch unglaublich viele Menschen und so weiter und so fort. Dann müssen wir noch die Enjambements mit reinbringen. Wir haben immer von 3 auf 4 ein Enjambement. Und in der letzten Strophe, wo inhaltlich die Stadt komplett zerstört wird, das heißt eine inhaltlich wirklich wichtige Sache, haben wir zwei Enjambements. Das heißt, dass zwei Enjambements vielleicht auch darauf hindeuten, dass diese Strophe besonders wichtig ist für den Inhalt. Wenn wir das dann gemacht haben, Schauen wir uns noch mal an, wann wurde das Gedicht geschrieben, beziehungsweise wann wurde es herausgebracht. Das wurde von Georg Heim 1910 veröffentlicht. Georg Heim, den muss man jetzt nicht unbedingt kennen, der hat aber viele Gedichte und ähm, Sachen gemacht, die dem Zeitalter des Expressionismus rauskommen. Der Expressionismus ist gegen eine Anonymisierung der Städte, das heißt, dass man hier den Einsamen unter Millionen im Prinzip hat. Wichtig ist aber, von der Zeit her passt das Stück rein. Man hat vom äh, Autoren her restliche Werke, die auch im Expressionismus äh, eingeordnet werden. Zusätzlich passt die Thematik. Das heißt, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass dieses Stück ein expressionistisches Stück ist, welches das Stadtleben kritisiert. Mhm.